Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonja. Wir sind die Banditen sehr stark auf der. Wir kommen. Ja. Ja. Wir sind bald bei den Banditen. Gut, und jetzt haben wir auch hoffentlich alle Schlüssel, die wir brauchen. Künstlerschlüssel. Führe jeden Schlüssel in das entsprechende Schlüsselloch. Achte dabei auf die Farbe der Juwelen. Achso. Nein, geh da rein. Hier oben rum. Geh da rein. So. Ja. Wie auch so. Hier irgendwie lang. Unten lang. Ganz so einfach mit dem Maussprung. So. Grün ist da unten. Außen rum dran. Na, komm. Ja. Okay, das ist der. Okay, ja, komm. Perfekt. Bisschen kompliziert mit der Steuerung, aber ist okay. Gut, hier ist sonst nichts mehr, also auf geht's zum Schatz. Noch ein Portal, dies scheint der einzige Ausweg zu sein. Endlich bin ich am richtigen Ort. Die Banditen wollten ihre Beute untereinander aufteilen. Der Lord ist sehr großzügig, Menschenseelen sind seltener Güter. Der Anführer der Banditen und der Lord führen etwas im Schilde. Oh nein, sie wollen mehr. Achtung, hinter dir! Du wagst es, mich zu stören? Oh.
ist nicht das Ende. Dank meiner Bemühungen konnte ich das Portal unter dem Baum öffnen. Auf diesem Weg hatte ich auch die Banditen das Haus verlassen und ich konnte sie auf der anderen Seite sehen. Niemand bemerkte mich, als ich durch das Portal schritt. Sie waren zu beschäftigt mit der Belohnung für ihre Plünderungen. Ich wollte mich nur versteckt halten und die Fiole mit der Seele meiner Schwester holen. Doch ich wurde Zeugin einer weiteren Untat. Der Anführer verriet seinen Männern und stahl ihre Seele mit einer Sphäre. Der dunkle Lord wollte sich sogleich dieser Seele annehmen. Ich musste etwas tun. Sie waren zwar Banditen, aber dennoch Menschen. Ich stieß einen Schrei aus, um sie zu warnen. Ich weiß nicht, ob dies so klug war, denn der dunkle Lord lenkte sofort einen Kraftstrahl auf mich. Er beförderte mich hoch über das Schloss. Ich wäre heruntergefallen, hätte ich mich nicht an der Turmspitze festgehalten. Nun bin ich auf dem Dach. Ich muss heruntergelangen und den dunklen Lord aufhalten. Was auch immer er geplant hat, es kann nichts Gutes sein und es wird bald passieren. Wie immer hohe Gewalt. Ich bin natürlich nicht wie mein Vater, der gerne an Apparaturen bastelt, aber dieses Schema sagt mir etwas. Dies ist ein Teil einer riesigen Apparatur, die Energie in etwas Besonderes verwandelt. Und die Quelle dieser Energie ist eher ungewöhnlich. So langsam kann ich mir denken, wofür all diese Morde gut waren. Die Seelen sind der Treibstoff dieser Apparatur. Linsen fehlen. Na, okay. Ein goldener Würfel und eine Sicherung. Okay, hier. Nehmen wir den mal mit, würde ich sagen. Da sind die drei Linsen. Gut, und was jetzt? Ich muss eine Art gehen. Okay, habe ich scheinbar noch nicht. Dies ist eine aus einem Manuskript herausgerissene Seite, das in einer alten Sprache geschrieben ist. Niemand spricht diese Sprache mehr. Ich kann einige Worte verstehen. Mächtiger Mann, der ewig lebt, solange er genügend Material hat. Meine Übersetzung ist vielleicht nicht akkurat, aber dies lässt mich vermuten, dass der Schlossbesitzer über altes Wissen über Leben und Tod verfügt. Und dass er mit diesem Material experimentiert. Das ist ein netter Name für eine menschliche Seele. Okay, da fehlt uns noch eine Art Schalter oder sowas. Ich kenne den Code nicht. Okay, was ist das hier? Keine Ahnung.
Ja, okay. Es führt direkt hier unten hin, aber also, was ist denn hier? Ich kann nicht einfach auf Menschen laufen, der Luftzug ist zu stark. Alles klar. Eine Sicherung fehlt, haben wir noch. Gut, und dann wieder zurück. Ne? Nehmen wir das noch mit. Das ist fertig. Dann ab wieder nach oben. Ist jetzt ja nicht so dolle schwer. Löwe. Jetzt kommt der Steinbock, glaube ich. Und der Krebs. Ich habe die Teleskoplinse geöffnet und das Teleskop aktiviert. Das Teleskop war auf vier Sternbilder ausgerichtet: Fische, Löwe, Skorpion und Steinbock. Ich habe diese Symbole hier auf der Tür gesehen. Vielleicht ist dies der Schlüssel, um das Observatorium zu verlassen.
Ja, und bevor wir das Observatorium verlassen, beende ich die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.